Ja. Aber wissen Sie, Herr Gempel, nur einen Moment, Herr Gempel, es läutet ja schon wieder Europa, Union, Europäer, Union, Europäer. Wer? Was? Verstehe Sie nicht? Oh, China, da redet man so fremd. China ist es, der Xiao Ping, Peng, Pang, oder ich weiß nicht, wie sie heißen. Wie muss ich... Chung-Fu Lai Tang? Sagen Sie, Herr Gempel, wie ist es mit diesen chinesischen Höflichkeitsformeln? Muss man sich selber schlecht machen und der andere so loben? Ja. Listen, I am the lousiest little secretary of the most miserable European Union. Ja, wen möchten Sie sprechen? Aha, Sie haben ein ganzes Fragenpaket. Ja, also gut, ich notiere. Also Sie, Xiaoping, der unwürdig zwerghafte Wurmfortsatz Maus, wünscht unseren Außenminister, ob er gegangen ist, oder der Ober? Nein, er ist gegangen. Ja, der schmale Wurf unseres flügellahm gewordenen Außenministers ist leider nicht mehr da, ist verflossen, ja. Ja, hat der Neue, der Fellbär, das ist der noch nicht ganz flügge gewordene Fellbär, der ist jetzt einfach damit beschäftigt, der versucht die Auslandsverbindungen wieder aufzunehmen, die Ober so verzettelt hat. Ja, also das wäre nicht der Richtige, der Ogi. Aha. Ja, der erbarmungswürdige, mehr Bein als kopflastige Verkehrsminister, der ist jetzt gerade dran, eine neue Nord-Süd-Achse vorzubereiten. Wissen Sie, wir müssen den Verkehr ein bisschen antrainieren. Ja, oder dann ist er auch in den Alpen, er versucht alle die Schneebretter zu stützen das nächste Jahr, damit die königlichen Hoheiten wiederkommen können. Ja, das ist also ganz wichtig. Ja, ich glaube, der ungepflegte, beklagenswert unterkühlte de la Mura, der könnte das Ihnen auch nicht beantworten. Nein, also wissen Sie, es ist ein zu großes Fragenpaket, was Sie da haben. Ja, nein, auch der bemitleidenswert überforderte Frau Kopp kann das nicht. Ich bitte Sie, die ist ja Tag und Nacht damit beschäftigt, irgendetwas an, ab und auszuschaffen. Ach, wegen Kaiseraugst, fragen Sie. Ja, warum wir das aufgeben? Ja, das ist also sehr kompliziert. Wissen Sie, man ist dafür und dagegen. Aber sehen Sie, da wäre jetzt der erbarmungslos überbelichtete Kurt Furgler am Platze. Der hat sich immer um alles gekümmert. Der ist jetzt auch verflossen. Nein, der hat sich um alles gekümmert, und zwar von der Bundesverfassung über die Tamilen bis zum Kaiseraugst, alles. Ja, wissen Sie, im Gegensatz zu den gegenwärtig unprofiliert saumselig gedrosselten Bundesräten war er ein schneller Brüter. Ha 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 ha!